So, willkommen und hallo zu einem Let's Talk. Heute zu Gast sind Zobel von 90 Second. Hallo. Kalitoria von Nummer 7. Ja. Gesprächsfriedrich oder auch als Friedrich genannt meistens vom 84E. Grüß euch. Und Gesprächstucki auch als Tuki Tuk Tuk oder Karen Tuki vom Nummer 7 bekannt. Hallo. Und heute ist das wunderbare, schöne Thema wieder Community, aber nicht so wie ihr denkt, sondern es geht heute um die Geschichte der Community und ich glaube, da werden die anderen Herren mehr erzählen können als ich, weil ich ja relativ Neueinsteiger bin in der Community. Und von daher fange ich gleich an, die Zeit zu stoppen und ja, am besten fängt Friedrich an, weil er der Älteste ist. Und bitte. Ja, also ich bin ja in der Community schon so ziemlich seit der Geburt. Also ich bin ja Oktober 2010 schon der MM, also Mountain Muskets Mod schon gejoint der Community und habe deshalb auch den Übergang dann zu NW schon mitgemacht und so weiter, ja. Ja, erzähl, wie es angefangen hat. Ja, das am Anfang waren das so 8 gegen 8 Line Battles, das waren so die Highlights der Woche, und aber das wirklich Highlight war, damals gab es noch ein Public Line Battle, wo man sich auch als Nicht-Regimentsangehöriger anmelden konnte. Das wurde ja dann von den Modern, also von FSE, also damals gab es noch kein FSE, aber von den Leuten, die das gemacht haben, halt jedes Mal gestellt. Damals gab es auch sogar noch einen Leader für jede Seite, also einen General für jede Seite. Auch ganz witzig, aber jedenfalls konnte man halt mit Powers dann also mit Public Playern dann so Regimenter machen. Das lief mal gut, lief mal schlecht. Es war aber immer so das Highlight. Also ich würde sagen, damals war das irgendwie noch ein großes Dorf, die Mod. Und dem trauen, glaube ich, auch sehr viele hinterher, die MM gezockt haben. Aber ja, die meisten sind ja Newcomer, die wissen das gar nicht mehr. Also die können sich gar nicht vorstellen, wie es damals gelaufen ist. Ja. Jetzt müsste Kali weiter. Eine wirklich absolut rührende Geschichte. Warte, bin ich echt der zweitälteste? Ja, von MM. Also in der reinen Spielzeit her, ja. Ich habe, glaube irgendwann 2011 mit MM angefangen. Die ersten Jahre beigetreten und war halt am Anfang eigentlich absolut nur in der deutschen Community unterwegs. In den ganzen Public LBs war ich gar nicht dabei. Ich bin halt nur über mein Regiment, also die erste Garde, zu Line Battles gekommen. Bei der ersten Garde habe ich dann auch später Karantuki kennengelernt. Und auch da kann eigentlich Karantuki übernehmen. Ach, komm schon. Ja, ich esse nebenher. Das ja, gut. Was soll man über die erste Garde und damals alles sagen? Die Welt war noch in Ordnung. Genau, Edward war noch Hauptmann. Ja. Bis dann irgendwann sich die erste Garde gewandelt hat und jemand anders Oberst geworden ist. Ja, ich kann mich noch an die gute alte Zeit erinnern, wo man zum Nachladen noch knien durfte. Oh, und yeah. Einen Charge schießen durfte, und dann kamen die ersten einheitlichen Regelsätze, wo dann endlich mal so ein Zeug abgeschafft wurde und man nicht mehr knien durfte beim Nachladen. Ja, aber das Fallen im Charge, das gibt's aber auch erst seit ungefähr einem Jahr oder so. Ja, mit das NW. Das ist in NW eingeführt worden. Ja, genau. Ja, ist lange nach NW. Das mit dem Knien gab es ja schon im MM, dass es verboten worden ist, das weiß ich. Ja. Ja gut, jedenfalls gab es jetzt in der deutschen Community damals ja auch jetzt nicht wirklich viele Regimente. Erste Garde, 6. Garde, was war das noch? 8. Slayer, 18. Dann noch First PG. Ja gut, und dann irgendwann, als wir die Schnauze voll hatten von erste Garde Oberst damals, sind wir eben raus, haben eigenes gegründet. Und dann zu der Zeit kamen eben auch viele andere Regimente, oder halt mit uns dann auch, die jetzt halt auch nicht unbedingt schon vorher gespielt hatten. Zum Beispiel das 5th TFF, wo ja Zobel drin war, glaube ich. Ja, genau. Ja, genau. Ja, und da haben wir uns eben entwickelt, und dann haben wir auch immer, da wir im Forum dann aktiver wurden, auch immer mehr Regimenter gesehen und Leute, die es gespielt haben. Da kann Zobel jetzt dann weitermachen. Ich jetzt? Ja. Ja, also ich glaube, ich habe auch angefangen 2011, also erst Warband geholt, habe das erstmal eine ganze Zeit lang Native gespielt, bis ich das erstmal verstanden habe mit diesem ganzen Modding.
Und dann hat mir ein Freund den MM Rusher Mod gezeigt. Und das fand ich von Anfang an eigentlich ziemlich cool. Allerdings hatte ich noch die Sache, dass ich damals noch ziemlich jung war. Ich glaube, ich war da 13 oder so. Und habe das noch gar nicht alles verstanden. Den Regimentern. Und bin dann irgendwie ins 13E geraten. Und ich weiß nicht von Mem und Achilles, ob sie noch einer kennt. Ja. Und bin halt darüber, die haben halt immer ziemlich viel mit der 8LR gemacht. Bin darüber, darüber halt erst erfahren, dass es eine deutsche Community auch gibt. Und bin dann halt mal darüber gewechselt und hab dann irgendwann mit Freunden das 5TFF gegründet. Das war halt eigentlich so ein Zusammen, das war total unhistorisch, aber das war einfach nur so eine, wie soll man sagen, war einfach nur so eine Gruppe quasi, die halt einfach, denen ging es halt nicht besonders darum, historisch zu sein, sondern einfach Spaß zu haben, und das hat auch ein Jahr lang gehalten, ist kurz bis NW rein, aber dann haben halt die Leute langsam gefehlt und es gab halt auch Probleme mit den Leuten. Und dann bin ich halt erstmal in der deutschen Community geblieben, im GLR und sonst wo, weiß ich nicht mehr wo, und jetzt wieder in die internationale, weil ja. Weil wegen was? Weil ich, also dadurch, dass ich das halt eigentlich quasi von Anfang an miterlebt habe, fand ich, dass sich die deutsche Community irgendwie verändert hat. Weil man hat nicht mehr so gut zusammengehalten und mich haben ganz viele Leute eigentlich genervt, die dann plötzlich, weil dann plötzlich irgendwie 1 Million Regimenter waren, alle hatten so 10 Member bei dem Line Battle. Ich will zwar keinem verbieten, aber es ist halt so eine Sache, ne? Aber da schweifen wir ja wieder ab in das Thema, warum Leute halt von der deutschen in die internationale Community wechseln. Ja gut, ja, das ist ja auch so ein Thema. Das ist, weil ja jeder Depp macht ein eigenes Regiment dann auf, dann kommt es nicht kurz. Ich muss zur Geschichte noch abschließend schnell was zwischenwerfen. Fun Fact, das 5th TFF und das 3. IR hätten beide, haben sie ja beide relativ zeitgleich gegründet, wir hätten fast sogar eine Fusion gemacht. Was? Ja, ich hatte mit Graf Zahl da schon länger drüber geredet gehabt, eigentlich dann haben wir, also dann wollte er vor allen Dingen nicht, weil er wäre halt Second in Command geworden. Ja, genau. Aber, also was mir damals halt immer ziemlich gut gefallen hat, dass alle zusammengehalten haben, man kannte halt irgendwie jeden so ein bisschen und das war alles übersichtlicher. Und ja. Naja. Ja. Ich glaube, jetzt könnte ich anfangen zu erzählen. Ich denke mal, wir sind jetzt schon an dem Punkt angekommen, als es NW angefangen hat, als DLC zu geben. Nicht nur als Mountain Musket Mod. Ich habe leider auch nicht so die Geschichte da erfahren, weil ich ja relativ neu bin, habe ich ja schon erwähnt. Ich bin erst im August 2012 der Community beigetreten. Aus Interesse wegen Napoleonic war es, nicht aus Interesse wegen Mountain Blade. das ist auch wahrscheinlich kein Geheimnis in der Community. Deswegen habe ich den ganzen Mal nicht mitgemacht, aber was du auch vorher erwähnt hast mit der internationalen, an sich ist es ja auch mit zur Geschichte der Wandel der deutschen Community und den dauernden Ablaufen zur internationalen. Es gibt ja überall, falls ich das mitgekriegt habe in letzter Zeit richtig, so die Befürchtung, dass die deutsche Community aussterbt, weil die internationale halt das Ganze, die ganzen deutschen Leute abwirbt, weil es gibt ja auch einen internationalen Regimenter, 84E, Hust Hust unter anderem, deutsche Anführer und Offiziere. Und das ist halt die Frage. Ja, aber da würde ich differenzieren, weil das sind ja wirklich Leute, die waren von Anfang an international. Die haben ja von Anfang an wirklich nur international waren die. Sehe ich ja zum Beispiel alle, also in der 84E und in der 92nd, da ist es ja eigentlich schon so, dass die wurden ja von den Deutschen von Anfang an gegründet. Ja, das 84E wurde aber in der quasi eine Woche nach der Gründung erst von Aldemar, also vom deutschen Führer, übernommen. Davor war das ja, das war ja so ein Event ursprünglich, das war ja, genau. Event, ja, das war damals im Sommer oder Herbst 2010, da konnte man sich für bewerben im Forum, im damals noch im Terrorwitz Forum natürlich, für irgendein Regiment bewerben, es gab halt nur zwei Seiten, England bzw. Großbritannien und das andere war dann Frankreich und ja, da hat sich unser jetziger Leader, also Anführer, hat sich da für das A4E als normaler
Ranker, also als normale Mannschaft beworben, aber dann nach einer Woche, also nach diesem Event, nach einer Woche hat der Führer, NoScope Gabe hieß der oder so, wie man es ausspricht, NoScope Gabe, keine Ahnung, hat dann aber gesagt, er hat keine Lust und hat dann Altmar direkt gefragt, ob der das übernehmen wollte. Und so ist dann der Leader von uns. Ja, ich glaube, bei dem Event sind auch wirklich die ersten Regimenter entstanden, ne? Ich glaube, das war irgendwie... Ja, 96, also die Grenadiers, die sind ja auch noch dabei. Die Rifles, die... Nein, aber die haben sich mittlerweile zwischendurch mal wieder aufgelöst und so weiter, sind ja neu gegründet worden. Ja. Also ich glaube, es sind echt nur diese drei Regimenter, 84E, 92nd und die ersten Grenadiere von Franzosen. Also ja, sonst fällt mir kein Regiment aus der wirklich aus der ersten Stunde vom ersten Event ein, was durchgängig existiert hat. Jedes hat sich, andere hat sich mittlerweile immer wieder neu gegründet. Oder komplett aufgelöst. Ja, komplett aufgelöst und dann neu gegründet quasi. Also nur den Namen übernommen, aber ja, die Tradition, ja. Aber es hat nicht durchgängig bestanden. Naja, ja, also gut. Ich dachte jetzt, wenn Tuki was erzählen wollte, könnte ich Tuki erzählen, aber... Also, ich hatte nichts. Tuki wollte ja vorher anfangen, von wegen. Irgendwas noch zu deutschen wie zu internationalen Abwandern? Ja, weil einfach wieder irgendwie, oder die ganze Zeit irgendwelche Regimenter aufgemacht werden. Klappt nicht, und dann haben die Leute ja natürlich auch keinen Bock mehr. Auch die guten Aktiven. Ja, und denken sich halt dann scheiß drauf, ja, jetzt gehe ich halt dann gleich in die internationale. Ja, also wenn ich jetzt, also mich, bin ja quasi, also ich war ja lange der Deutschen und bin dann in die Nadel gegangen von einem halben Jahr. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt mal wieder deutsches Forum Regimenter reingucke und sehe dann und dann wieder irgendwie sowas sehe, keine Ahnung, wir sind das bla bla bla, das Regiment war schon, aber das interessiert die nicht und deren Thread ist total hässlich und haben sich überhaupt keine Mühe gegeben und haben erst einen Post im Forum, da kann ich einfach nur so irgendwie immer den Kopf schütteln, das verstehe ich nicht. Einfach, das sind einfach so Leute, ich weiß, das sind zwar alles Vorurteile, aber es sind aus meiner Sicht alles so Leute, die kommen zu NW, spielen das 3 Stunden, sehen dann, way, andere am Regimenter und sagen sich dann, ich mache jetzt auch mein eigenes Regiment. Ja, ja. Oder sie gehen für 2 Tage in ein Regiment, sehen dann, boah, da ist ja einer, der dem gehört ein cooles Regiment. Ich habe keinen Bock mehr auf Soldat sein, ich will jetzt auch Obermaster, General, Feldmarschall sein. Das hast du aber in den internationalen, internationalen Bereich auch. Das Problem ist natürlich in der deutschen Community, dass die nicht so einen großen Spielerpool haben wie die internationale. Das würde ich nicht mal sagen. Das Hauptproblem ist dass in der internationalen gibt es viele etablierte, gute und große Regimenter. Das gibt es in der deutschen nicht. In der deutschen Community gibt es an sozusagen Regimenter, die A was können und B stabil sind, gibt es eigentlich, finde ich, nur 6. Garde, GLR und uns noch. Ja, 1. Garde. Ja, erstens GLR gibt es nicht mehr und zweitens 1. Garde. Ich tue das also, meinen dritten FK. Stabil würde ich das dritte FK oder die GLR auch nicht bezeichnen. Ja, da würde ich eher sagen, was noch stabil ist, wäre eher 1. Garde noch oder... Ja, 18. Das hört auch in Ewigkeit durch, 10. Jahr. Das Lustige ist, das 10. Jahr kennt keiner eigentlich, sie können eigentlich halbwegs was. Und sind auch schon sehr stabil und bestehen seit gut 2 Jahren, glaube ich. Ja, ich glaube, die hatten jetzt neulich ihr Jubiläum gehabt. Also ich glaube, das 2LHR ist auch relativ stabil, ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, ob es die schon früher gab, bevor ich kam, aber 2LHR ist ja auch jetzt herangewachsen. Hat eigentlich auch was drauf. Ja, durch ihren YouTuber. Durch ihren YouTuber, ja. Es hilft halt. Ich meine, dadurch, dass man viele Leute bekommt, wächst ja auch die Motivation und haben ja irgendwo auch, ich weiß nicht, ob der Pilofass da irgendwie was bezahlt, irgendwas investiert in das Regiment, aber bei uns war es immer so, die Zeit, wo wir viele Rekruten bekommen haben, da hatten wir immer richtig Motivation, auch immer weiter zu rekrutieren. Hatten halt auch immer richtig Bock, irgendwas zu machen und dadurch kriegt man ja auch ein gut organisiertes Regiment, wenn die Member halt engagiert sind, ne? Ja, und vor allem das mit den Rekruten, früher, wenn man bei MM da
so der Glanzzeit so mal anschaut, was man da an Rekruten einfach angeholt hat. Da ist man einfach auf ein Survey gegangen, hat jemand gefragt, ja, bist du Deutsch? Und so, und hat ihn rekrutiert. Ich meine, damals, als ich da auch noch Rekrut war, da konnten wir echt auf den Server und haben für die erste Garde sogar arschviele rekrutiert und einfach. Im Nachhinein, ja, wurde es immer ja, schlechter. Ab NW dann, oder mit NW ging es dann wieder ein bisschen, natürlich, weil viele sich das Spiel gekauft haben, auch neu. Oh. Danach, ja. Und mit der Zeit in NW war es dann bei mir teilweise so, dass, keine Ahnung, dass ich auch einfach blöd angemacht wurde, wenn ich versucht habe zu rekrutieren. Dass da teilweise schon Leute waren, die anscheinend schon mal in einem Regiment waren, oder die einfach nur noch nie in einem Regiment waren, aber einfach Vorurteile gegen Regimenter hatten. Dann übel über Regimenter abgelästert haben, und da habe ich mir so gedacht, was sie sich überhaupt denken, und dass ich meine, das Spiel basiert ja eigentlich auf diesem Regimenter-Ding. Und das sind dann halt irgendwelche Leute, die nicht in Regimentern sind, und dann quasi die Leute, die rekrutieren, ja, blöd anmachen und beleidigen auf Servern. Ja, ja, und jetzt ist eben das Problem, dass es keine neuen Spieler eben sozusagen gibt. Oder die Deutschen. Ja, und eben das andere Problem, ja, dass viele dann keine Lust mehr haben oder eben zu internationalen Regimentern gehen. Durch die vorhin schon genannten Probleme. Ja, also, ich weiß jetzt nicht genau, ich werde jetzt wahrscheinlich auch wieder meine Lebensgeschichte kurz erzählen, was mit mir in NW war, dass ich da sowieso angeschrieben wurde, dann als erstes, hier sucht ihr ein Regiment, das habe ich zu Anfang halt noch sehr stark mitbekommen auf Servern, da bin ich ja irgendwie zu Offizier geworden und so weiter, jetzt will ich auch nicht groß ausholen, auf jeden Fall habe ich dann mitgekriegt, dass mit Laufe der Zeit viele Server gesagt haben, nein, ihr dürft nicht rekrutieren, ist unser Server, wir dürfen nur rekrutieren, ja. Oder dass viele dann einfach nicht mehr gefragt haben oder so, oder ich habe es auch erlebt gehabt, das war aber nur zwei Fälle, wo welche von sich aus gefragt haben, gibt es hier ein Regiment, was rekrutiert von sich aus, und heutzutage sehe ich, wenn ich auf einen offiziellen Server gehe oder so, mindestens drei Fragen pro Runde, sucht ihr ein Regiment, aber meistens halt auf Englisch, und die deutsche viele deutsche Rekruten, sag ich mal so, sind ja meistens schon Leute, die unter 15 Jahre sind und die können halt schlecht Englisch. Und viele dieser Rekruten verlieren auch schnell Lust an Spielen. Die spielen da, was weiß ich, einen großen AAA-Titel in 15 Stunden durch und spielen dann das nächste Spiel. Also. Ja. Ja, oder auch dieses, was man noch sagen kann, ist halt dieses massive Trolling, das einfach zu NW dazugekommen ist. Ich meine, dann diese ganze Betty the Bomber-Geschichte, das ist ja schon so eine Sache. Also ich, das gab's, ich meine nicht, gab's ihn in MM schon? Also sowas, also das Trolling in dem Ausmaß gab's in NW, in ja, MM genau, nicht. Genau, das meine ich nämlich. Und einfach dieses organisierte Scheiße machen, aber dieses organisierte, komm, wir nerven jetzt mal Push an das Spiel. So was gab's nicht. Scheiße, ich kann mich an MM noch an das Public Regiment erinnern, die immer auf Public Servern Linien gebildet haben, das war aber immer ganz lustig. Aber dieses Trolling, das dann in NW dazugekommen ist durch diese ganze Betty the Bomber Clique, das war auch schon wieder so eine Sache, da habe ich mir gedacht, was passiert nur mit dem Spiel? Ja, also wenn wir von Trollen reden, kann man ja hier mal in die Runde gucken, wer hier alles sitzt. Ja, es ist ein gravierender Unterschied zwischen Trollern und Griefern. Also wenn jemand trollt, dann finde ich das eher noch lustiger, als wenn jemand einfach nur bei einem LB unter falschen Namen mitmacht, um zu griefen. Also sowas wie zum Beispiel sich irgendwie das Passwort besorgen und dann die halbe Linie Team killen. Das ist griefen und das ist nicht mehr im Ansatz lustig. Außer für die Leute, die es wahrscheinlich selber tun, für die ist es wahrscheinlich super fucking lustig. Aber für alle anderen auf dem Server ist definitiv nicht ja, lustig. Es gab ja zwischenzeitlich auch Leute, die in Regimenter reingegangen sind, dann beim ersten RB direkt alle geteamkillt haben und dann abgehauen sind. Ja. Ja. Ist auch so eine Sache. Gab es nicht mal irgendwie eine Geschichte, ich weiß nicht mehr, wie hieß er nochmal, ganz so irgendwie, der denn immer bewusst Offiziere gezielt töten wollte? Ah, genau, Assassination, ja. Ach ja, genau, oh Mann. Da gibt es wohl irgendwie Geschichten, höre ich gerade. Ganzen also. Beef um Anti-First rum oder sowas. Oh. Ja, das ist halt das ganze typische Community. Die Community braucht halt Fressen. Wir sehen ja auch jetzt im deutschen Forum,
dass mit dem Weggehen von Stief, Cliff und noch ein paar anderen es nicht mehr läuft. Es kaum irgendwie Gespräche mehr entstehen oder so weiter. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir jetzt drei Moderatoren haben, die irgendwie ihre Eisern regieren. Hust, hust. Eisern. Ja, ich habe ich den großen Begriff genommen. Die uns alle hier an diesem Gespräch teilnehmen. Ja. Ich nenne keine Namen, mit Absicht. Ich nenne keinen Namen, auf jeden Fall fängt einer an mit V, einer mit F und einer mit K. Hört mit Tuki auf, der letzte genannte. Ja. Wir können sowieso alles nachlesen, also. Ja, und es ist einfach so, die Community stirbt aus. Die deutsche ist noch, was ich mitgekriegt habe, relativ aktiv. Es gibt zwar große Regimenter, es gibt aber auch kleine. Es gibt alteingesessene Regimenter, die sich aufgelöst haben, wie es 8 LAR, die ja 80 Mann nur so waren, kurz bevor sie sich aufgelöst haben, weil dann die Offiziere keine Lust mehr hatten. Und die Rester sind, glaube ich, ins 15. KPR und 84E gegangen, falls ich mich recht erinnere. Nein, die Second sind auch viele. Ah. Ah ja. So. Sonst fällt mir keiner ein. Ja, sonst so ist halt die deutsche Community immer so mit Regimentern im Schnitt, die vielleicht 20 Mann stellen. In Events. Ja, schon mal 25 oder so. Ja, aber wollen jetzt wirklich große Regimenter in der deutschen Community, wie zum Beispiel früher die 6. Garde oder die 1. Garde, beziehungsweise das Gardekorps, das fällt mir jetzt nicht im 2. LHR halt, weil die halt ihren YouTuber drin haben. Ja, 2. LHR hat halt so im Schnitt 20 bis 30 Mann pro Linebatter, wie ich mitgekriegt habe, vielleicht auch sogar 40, also bei mir im Dorfgefecht im einen wollen sie ja 26 Mann. Das Gardekorps existiert zwar auch, aber so richtig irgendwie was als Gardekorps macht man ja nicht. Und ich glaube, 6. Garde hat so zwischen 20 und 30 Mann und die 1. Garde schwankt immer zwischen 15 und 20 Mann in letzter Zeit. Und die anderen Regimenter, die jetzt doch so nennen werden, die groß sind, das Kaiserliche Heer, na gut, besteht aus vielen kleinen Unterregimentern, die aber auch alle von einem geführt werden. Und so an sich, Deutsch Community, so viel gibt's da gar nicht. Es gibt immer nur so kleinere Regimenter, die vielleicht 5 bis 10 Leute stellen pro Event. Ja, und das ist das Problem eben, da haben die Leute dann keinen Bock mehr und gehen gleich zu irgendwelchen großen Internationalen. Ja, es ist eigentlich schade, was momentan passiert, aber es ist so, deshalb der Lauf der Community. Nach ein paar Jahren denkt man sich, Mensch, kein Bock mehr, keine Lust mehr. Ja, aber da ist doch irgendwo der Reiz nach was Neuem einfach. Und ganz ehrlich, ich komme mit den Leuten jetzt zum Beispiel im 90 Second schon besser klar als früher im GLR. Also da hatte ich immer irgendjemanden, der, keine Ahnung, mich beleidigt oder was weiß ich, mich einfach total nervt, weil er vielleicht gerade mal 12 Jahre alt ist. Und also jetzt kein Vorteil gegen 12-Jährige, aber das ist leider schon so, dass häufig die Jüngeren diese wollen oder einfach, keine Ahnung, die sich einfach nur scheiße benehmen. Und das hat man in den Internationalen gar nicht, einfach. Ja, also da, zumindest bei uns gar nicht. Da kommt's auf die Regimenter an. Ich meine, ja klar, in 90 Second gibt's sowas nicht. Aber in vielen anderen Internationalen gibt's sowas, genau wie in deutschen Regimentern. Gibt's ja in vielen sowas jetzt auch nicht oder so. Ich meine, da muss, wenn wirklich so ein Troll ist oder jemand, der alle nervt, muss er dann einfach rausgeworfen werden. Klar, weil sonst ist es wieder ein Teufelkreis, sonst ist es eben wie bei dir. Haben dann die Leute keinen Bock mehr und gehen raus. Und dann, ja, hat man halt entweder einen Troll oder viele Kompetente und den Troll halt gleich rausgeworfen. Ihr habt noch 2 Minuten Gesprächszeit, 2 Minuten 10 Sekunden, also... Oh Gott! Los, Friedrich, sag was! Wie können wir das? Ja, also, ich würde sagen, ich bin ja in der deutschen Community gar nicht so viel unterwegs, ich war nie in einem deutschen Regiment, das kann ich davon eigentlich gar nicht sprechen, aber wenn, ich würde es erklären, wenn es in deutschen Regimentern öfters solche Trolle gibt, dann liegt das wohl daran, dass im internationalen Bereich natürlich die Sprachbarriere viel höher ist als im deutschen und dass dann so viel Courage weggeht, da zu trollen. Und außerdem ist der Altersdurchschnitt natürlich in der nationalen Community etwas geringer, weil man dort kein Englisch sprechen muss. Ja. Und dann ist natürlich, fehlt natürlich das Erwachsenensein so ein bisschen, was du in der internationalen Community ja irgendwie mitbringen musst. Ja, also ich will jetzt nichts gegen das Erwachsensein nur so sagen, aber... Nein, nicht das Erwachsensein generell, sondern dass sich Erwachsene benehmen. Ja, aber ich habe in letzter Zeit bei Events zumindest, wo ich immer war, mehr Erfahrung mit Trollen gehabt aus internationalen Kreisen als aus deutschen Kreisen. Also ich weiß nicht, ob ich zu den guten Events gehe, wo nur
sich benehmende deutsche Regimenter gehen oder ob es einfach nur daran liegt, dass ich auch nur mit sich gut benehmenden deutschen Regimenter verkehre, aber sonst habe ich immer die Einstellung gehabt oder die Erfahrung gehabt, dass die Internationalen mehr trollig waren. Du weißt ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Vielleicht hat es einfach nur das Pech, wenn du schon so viel in den deutschen Community unterwegs bist, dass du vielleicht in den, genau in den wenigen Events dabei warst, wo mal ein Troll dabei war bei den Internationalen. Du verstehst? Naja. Das ist der Vorführeffekt. Also ich könnte jetzt ein Event reden, aber das tue ich nicht, weil... Die Zeit ist gleich um. DL-Mandeline-Wette. Ja, ich sehe es gerade, ich sehe die Zeit hier vor mir. Ich habe es mit DL-Mandeline-Wette erlebt, dass eigentlich von den, ich weiß nicht wie viele da gebannt wurden, auf jeden Fall ein Großteil, ungefähr 80% oder so, international war. Ich glaube, es waren nur ein oder zwei deutsche Regimenter, die gebannt wurden. So, jetzt hat noch jemand 6 Sekunden Zeit. Wir sind super. Okay, gut. Ja. Die Diskussion Nummer 7, bestes so. Regiment EU. Nummer 84. Nein. Doch. Du willst noch schnell 90 Second suchen? Ich wollte es nochmal gerne, ich wiederhole es nochmal gerne, wir haben hier Gäste vom 90 Second, internationales großes Regiment, spielt als Highlander in der Bionic Force für United Kingdom. Wir haben es Nummer 7, großes deutschsprachiges Regiment, spielt als österreichische Grenadiere, falls ich mich nicht irre. Hey, auch Infanterie. Und scheiße, ist Infanterie. dann haben wir noch vom 84E hier Friedrich, auch ein ziemlich großes internationales Regiment. Mit, ne, keine Ahnung wie viele Leute ihr stellt, ich glaube 30 so ungefähr. ja, war gut. Und halt mich aus der ersten Garde, und da sieht man sowieso die Videos. Das nächste habe ich sowieso gleich vor ein paar Tagen hochgeladen, Hustus, wenn es hier ausstrahlt wird. Werbung einstellen! Ja, ich stelle die Werbung sofort ein, so. Oder wir machen Werbung für unseren YouTube-Kanal. Also, liebe Leute, wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal. Bitte schaut auf Nummer 7 YouTube-Kanal, sucht nach Nummer 7. Nummer 7 NW, geht irgendjemand. Genau, ja, jetzt. Keine Werbung hier. Ich bin schon dabei. Ich war vom Training mit ohne TS sonst haben. Achso. Okay, ich wollte nicht jetzt gerade die Abschlussworte sagen, bevor ihr denn euer. Darf ich das sagen? Nein, erst muss ich noch meine Abschlussworte sagen. Also, die Zeit ist leider rum. Es war wieder ein interessantes Thema, hoffe ich. Auch für die Zuschauer, die bis jetzt durchgehalten haben. Wenn ihr durchgehalten habt, liked es am besten. Wenn nicht, dann habt ihr sowieso nicht gehört. Auf jeden Fall danke erstmal an meine Gesprächsteilnehmer, die hier da waren, die auch das Thema mitgebracht haben. Danke Zobe für das Thema. Ja. Wir werden vielleicht später mal wieder ein paar Bezüge auf dieses Thema machen. Vielleicht nächste Woche, wer weiß, wann ich Zeit und Lust habe. Und ja, ansonsten dürft ihr jetzt irgendwelche abschließenden Worte reinrufen. Also, liebe Community. Check unseren YouTube-Kanal aus, Nummer 7 YouTube. Wir sind vom 84. Regiment, wir sind Franzosen und so weiter. Friedrich, du musst dich jetzt nicht selbst untermachen, indem du sagst, dass ihr Franzosen seid. Wir sind das älteste, genau. Dienstälteste französische Regiment, ja. Ja, ist klar, okay. Gut. Ich sag noch kurz, in 10 Sekunden drücke ich auf Aufnahme beenden, das heißt, ihr könnt jetzt auch irgendwas reinlabern und der Counter beginnt ab jetzt. Nummer 7, ja, ist das Regiment EU, Nummer 7, Leute, Nummer 7. Nett, dass ihr da wart und ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche, denke ich mal.